Egal, egal, sie finden sie übrigens auch. Fans. Das ist dann eine Schnittmenge. Aber akkurat so 5 cm. Alter, Masuna, was ist mit dir? Zuret, jetzt pack doch mal die Kettensäge weg. Guck mal. Axolotl läuft damit uns rum. Das ist lieb. Das hat sich mittlerweile hier an diese Welt gewöhnt. No. Okay, wenn du so guckst, darfst du die Kettensäge behalten. No. Das ist schon wieder so knuffig. Darfst deine Kettensäge behalten. Ja, gut. Was tut es da? Okay, hier habe ich nichts verkauft. Schade. Brumm, brumm, bumm. Oh, was tut er da? Was tun die da? Ah ja. Ich muss es nicht verstehen. Ah, okay. Ich akzeptiere es. So. Ich mach mal weiter. Weiter Rundlück. Viel Spaß euch. Dankeschön, Masuna. So. Okay. Wir gehen einmal nach Körters. Die eisigen Lande. Haben da ein bisschen was zu erledigen. Und wenn ich die ganze Quest sehe, kriege ich das keine Kotzen. Eieieiei. 36. Ja, da kann ich mich diesmal nicht rausreden. Da kann ich mich diesmal nicht rausreden. Hier müssen wir Quest machen. Wobei unser Questlog jetzt schon überquillt. Müsste das Goldshaus auch mal machen, ne? Das hier auch. Aber erstmal ein bisschen Story. Wir müssen die Story ja irgendwann mal vorankriegen. Wäre ja nicht verkehrt. Vielleicht mache ich das hier auch einfach mit Faustkämpfer. Gegen Geheiß. Komm hier nur in die Kleinen. So viel zu tun. So wenig Zeit. Ich sehe schon, komm, am Ende überziehen wir wieder. Was hat der denn auf dem Kopf? Hat der denn auf dem Kopf? Huch, nee, so nicht. Huch. So, Slime. Schleimkönigkrone. Halleluja. Die Augen hauen uns raus. Ich würde das Ding auch haben. Kriegt man die? Einfach nur weil geiler Hut. Ich will auch diesen Schlammkönig-Hut. Ich muss einmal meine Heizung anmachen. Aua, das tat weh. Ich will auch so einen Schlammkönig-Hut. Krone. Geduld.
Das sieht cool aus. So. Wunderbar. Was ist? Du bist immer noch hier. Steh mir nicht im Weg rum, klar. Ich habe heute schon wahrlich genug Ärger. Mein Kamerad ist immer noch nicht von seiner Patrouille an den Grenzen zum Finsterwald zurückgekehrt. Dabei ist er längst überfällig. Verdammt, so langsam mache ich mir Sorgen. Falls du dich entgegen meiner Anweisung noch länger in der Gegend aufhalten solltest, dann mach dich wenigstens nützlich und teile doch meinem Kameraden Ausschau. Sag mir sofort Bescheid, falls du ihn entdeckst. Ich habe auch gerade eher so Semi-Lust, mich für die Stufensteigerung anzumelden. Oh. Und eigentlich müsste ich auch PvP machen, aber auf PvP habe ich noch weniger Lust. Und ich glaube, wenn ich beides zusammen mache, bin ich eh bald 50. Dann darf ich den Fußkämpfer machen. Würde es die Motivation steigern, wenn ich unkomme? Ja. Würde es? Was für eine Frage, Kitty? Was für eine Frage? Und tschüss. Ich komme. Nein, nicht das kommen. Oh Gott. Danke für deine Hilfe. Während meiner Patrouille sah ich eine verdächtige Gestalt in den Büschen. Doch als ich mich hier näherte, wurde ich plötzlich angegriffen. Das waren ganz übliche Gesellen, Heretiker, die gegen Ishgard aufbegehren und den Drachen dienen. In letzter Zeit werden sie immer dreister, aber ich hätte nie gedacht, dass sie sich bereits so nah an unserem Wachposten heranwagen. Verflucht seien alle Heretiker. Er hat kommen gesagt. Wie alt sind wir? 6? Ja, im Kopf schon. Ja, von 5 Stunden kann ich Crown und Maus machen. Weiß nicht, ob du das kannst. Kommt drauf an, ob du möchtest. Mein Kamerad ist vor weitem zurückgekehrt. Und er hat mir alles erzählt. Die Worte kommen mir nicht leicht über die Lippen, aber ich danke dir für deine Hilfe, Fremde. Versteh mich bitte nicht falsch. Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit und unser Vertrauen in die Göttin Halone. Doch wir erkennen ehrenhafte Taten wie die deine an. Als Dank stelle ich dir unsere Astrologin Edmel vor. Sie kann dir vielleicht bei der Suche weiterhelfen. Du findest sie in der Eingangshalle des Turms. Oh Gott. Du suchst da im Luftschiff? Ich fürchte, dabei können wir nicht helfen. Ich verstehe gar nicht, warum dich Ludovox Zimmer vorgelassen hat. Wir beschäftigen uns hier ausschließlich mit dem Lauf der Gestirne, woraus wir vorhersagen, wie die Aktivitäten der Drachen treffen können. Unsere Aufzeichnungen beinhalten daher hochsensible Informationen, die wir Fremden unter keinen Umständen zugänglich machen können. Nun, ich will dir nicht verwehren, den Leiter des Observatoriums persönlich um Erlaubnis zu bitten. Er heißt Forlomont und befindet sich gerade ganz oben im Turm. Aber bitte mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Die mache ich mir eh nicht mehr. Nase läuft. Eieiei. Ja. Dann einmal Treppe hoch. Da ist was runtergefallen. Ob ich müde bin? Ja, so ganz klein bisschen bin ich müde.
Ein Luftschiff? Nein. Bei dieser Suche kann dir das Observatorium leider nicht behilflich sein. Wir sind hier mit höheren Dingen beschäftigt. Im Namen der Göttin Halone unterstützt das Observatorium den Heiligen Krieg gegen die Drachen. Solange wir unsere Erzfeinde nicht bezwungen haben, dürfen wir unsere Aufmerksamkeit auf keinen Fall von unserer heiligen Pflicht ablenken lassen. Hinfort mit dir. Sei gegrüßt. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich hier in der Nähe Heretiker aufgetaucht sind. Ist alles in Ordnung? Seid gegrüßt, werter Inquisitor. Ihr kommt gerade recht. Tatsächlich gab es einen Zwischenfall mit Heretikern. Lasst uns später darüber sprechen. Wie ihr seht, haben wir gerade Besuch. Sieh an, eine Abenteurerin aus der Ferne. Du musst mutig und stark sein, dass du es unbeschadet bis hierher geschafft hast. Was für dich nach Ischgard? Es steht dir frei, dich in unserem Land umzusehen, doch erwarte keine Hilfe von uns. Ischgard hat genug eigene Probleme. Da wollen wir uns nicht auch noch mit denen der anderen Stadtstaaten herumschlagen. Du wirst Ischgard keinesfalls in Probleme verwickeln, die uns nichts angehen. Haben wir uns da verstanden? Falls du eine Unterkunft brauchst, gestatte ich dir, dich hier im Observatorium aufzuhalten. Mehr kann ich nicht für dich tun. Hallo Kitty. Psst, Voldemort darf das nicht wissen, aber ich möchte dich um Hilfe bitten. Mein Kollege wollte an einer Steigklippe östlich des Observatoriums einige Beobachtungen durchführen. Doch er ist schon viel zu lange weg. Dort treiben sich häufig Xer herum. Deswegen habe ich furchtbare Angst, ihm könnte etwas zugestoßen sein. Hi Kitty. Nee. Guck mal, Senior Kakto. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Es ist so behämmert. Im Schiffstab, ja, ich weiß gar nicht, den habe ich gestern irgendwo bekommen. Das ist Langrast, aus Brühlbox habe ich den. Stufensteigerung. Yay! Smile! Ich hasse Stufensteigerung. Zumindest mit dem Taumaturgen. Ich will nicht mehr. Ich will den Taumaturgen nicht mehr. Oh Gott. Aua, voll gegen die Lampe geknallt. Alter, jeder andere wäre tot. Nein, wir fallen weiter. Muss ich hin? Da muss ich hin. Huch, hoppla. Ob wir jemals Dream Reborn abschließen? Ob wir jemals zur siebten Ära kommen? Ich weiß es nicht. Bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, wir turnen noch in 3 Jahren hier rum. Servus. Endlich kommt jemand, um mir aus der Patsche zu helfen. Ich war gerade in meine Beobachtung vertieft, als die X-Ray aufgetaucht sind und den Rückweg versperrt haben. Moment mal, du bist doch ein Abenteurer, nicht wahr? Um ein Haar hätte ich mich mit ihm weit unter meinem Stand abgegeben. Ich bin ein Abkömmling derer von Durndair. Mit Pöbel aus fremden Ländern gebe ich mich nicht ab. Guten Tag, die Dame.
Aha. Nett. Sehr nett. Wenn ich dann denke, dass auch bald wieder Klassenquests entstehen, bringt das keine Kotzen. Aber ich sollte wirklich mal mehr Nebenquests machen. Ich hab kommen noch Bufffood. Ich brauch mehr Bufffood. Ja, komm! Töten wir die Xion an mir vorbei. Hätte ich auch gern. Ich will die Xion haben. Ich will nicht. Ach komm! Ach komm! Ernsthaft? Really? Hast du diese Klasse? Wir sehen mal fertig, ich bin mit Zaubern, ne? Lass mich. Aha. Ui. Hat trotzdem nur 41 gebracht. Also bis auf 41. Bei Level. Süß. Tschüss. Ah, ich habe schon auf dich gewartet. Mein Kollege ist sicher zurückgekehrt. Vielen Dank. Weil er nicht gerade froh darüber war, dass ihn eine Abenteuerin gerettet hat. Er gehört zum Geschlecht der Durandam. Das ist eine der vier einflussreichsten Adelsfamilien in Ishgard. Mag, lassen sie, weil sie zu weit wegkommen. Nee, sie hassen ihn, weil er mehr Schaden macht. Links hassen ihn, weil sie für ihn stehen bleiben müssen. Na. Ich hasse ihn allgemein, weil ich stehen muss. Ich hasse ihn.
Ich hasse ihn. Ich werde nicht spielen. Ich will dann einfach nur 50 haben. Ich will einfach nur 50 haben. Dann bin ich zufrieden. Erst einmal, bis ich ihn dann auf 60 kriegen muss. Sind dir die Schilder der Ritter im Hof aufgefallen? Drauf prangt das Wappen der Durandair. Ihnen ist das Observatorium unterstellt. Falls du hier in der Gegend weiter Nachforschung anstellen willst, solltest du dich rechtzeitig bei ihm vorstellen. Am besten sprichst du direkt unten in der Waschstube mit Port Lane. Er hat auch einen guten Draht zu den anderen Familien und kann dir vielleicht weiterhelfen. Es ist so fies, ich will dieses Mount. Au. Ich möchte diesen Mount haben. Das ist so unfair. Sehr gegrüßt, Fremde. Ich soll dir die anderen Adelshäuser Ishgards vorstellen? Nun, dazu besteht eigentlich kein Grund. Aber wenn du mir einen Gefallen erweist, werde ich dir die gewünschten Auskünfte geben. Ja, da gibt es das Mount nicht mehr. Keiner weiß, ob das Event hier wiederkommt. Ja, aber meinem Glück wahrscheinlich nicht. Ein Transporteur, der in meinem Auftrag Waren zur Himmelswehr bringen sollte, wurde auf dem Weg westlich von hier überfallen. Er konnte entkommen, musste aber seine Waren zurücklassen. Die Räuber können mit dem Diebesgut nur nicht weit gekommen sein. Hol es zurück. Beeil dich bitte, die Waren sind für die Himmelswehr bestimmt. Und die dort zuständige Ritterfamilie Heilenaht erwartet eine zügige Lieferung. Also ich müsste mich eigentlich noch aufraffen, PvP zu machen, aber ich habe keinen Bock auf PvP. Ich kann das mit ihm nicht. Ich habe mit dem hier noch nie PvP gemacht. Aber ich müsste. Ich müsste halt, ne? Bis dahin müsste ich PvP machen. Hat Kitty dafür auch einen Motivationsspruch? Irgendwas Motivierendes? Irgendwas? Ja, danke. Danke. Habe ich mir gedacht. Aber ich habe keine Wahl. Ich schaffe das nie sonst. Das ist mein größeres Problem. Was gibt das für Level? Wenn es nicht so viel Level da geben würde, dann wäre es ja gar nicht mehr so verkehrt. Dann lässt sich mit einer schon bestehenden Klasse machen. Das ist alles schon 50. Oh. Ich überlege noch. Bin noch am Überlegen. Ich habe noch nicht entschieden. Hier? Lass dich gleich alles in die Luft sprengen. Gut, dass du das Diebesgut sicherstellen konntest. Ich möchte dich bitten, die Ware zur Himmelswehr zu bringen. Aber lass uns zuvor nachsehen, ob alles vorhanden ist. Okay. Zum Glück scheint nicht zu fehlen. Ganz im Gegenteil, es ist sogar zu viel. An diese kleine Kiste kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht stammt sie aus dem Besitz der Räuber.
Sie ist an Ritter Frenzel interessiert, den vierten Spross der Familie Heilinath. Merkwürdig. Mal sehen, was da drin ist. Willst du mal trinken, Gislin? No. Willst du meins haben? Biet es dir an. Ein Drachenaugen-Rosarium? Das Zeichen der Heretiker. Wie kommt es in die Kiste? Es gab schon einige Gerüchte, dass mehrere Angehörige der Familie Heilinath vom wahren Glauben abgefallen sind. Aber nicht auf Frenzel, oder? Unter den gegebenen Umständen kann ich dich doch nicht wie vorgesehen zur Himmelswacht schicken. Frenzel ist dort nämlich nicht irgendein kleiner Adliger, sondern der Herr der Festung. Für uns, die Ritter von Ishgard, ist es eine heilige Pflicht, mit allen Mitteln gegen die Drachen und ihre heretischen Anhänger vorzugehen. Ich werde umgehend die Inquisition über die Ereignisse in Kenntnis setzen. Weg zum Kühlschrank ist kürzer als bis zu dir. Na gut. Dann eben nicht. Dann kriegst du halt nichts von meinem... Was ist das überhaupt? Apfel-Zitrone. Getränk. Ein Erfrischungsgetränk Apfel-Zitrone. Auf Basis von natürlichem Mineralwasser. Wenn ich mich nicht schmecke. Oh, ich bin gleich 42. Ich werde alt. Bitte auf ein Wort, doch ich bitte um Verschwiegenheit. Portland darf von unserer Unterredung nichts erfahren. Ich habe deinen Einsatz mit großem Interesse verfolgt. Du scheinst mächtig und vertrauenswürdig zugleich zu sein. Eine wahrlich seltene Kombination. Deshalb wage ich es, mich dir anzuvertrauen. Seit einigen Jahren diene ich der Ritterfamilie Durnder. Doch das war nicht immer so. Vor der Katastrophe galt meine Loyalität der Familie Heilinath. Damals stand ich unter dem Kommando des jungen Adligen Frenzel. Ich habe ihn stets als aufrichtigen, mutigen Mann erlebt, der sich im Kampf gegen die Drachen verdient gemacht hat. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass er ein Heretiker sein könnte. Ich bitte dich, sieh zu, dass nicht vorschnell über ihn geurteilt wird. Geh zu ihm und sprich mit ihm. Du findest ihn nördlich von hier in der Festungsanlage, die wir die Himmelswehr nennen. Sag ihm das Losungswort Edelweiß. Edelweiß. Ja, die Nebenquests mache ich mit dem Faustkämpfer. Mit dem arbeite ich dann einiges ab. Wird ein bisschen schwierig. Kriegen wir hin. Ja, der hat dann halt weniger Hauptquests, die mich leveln kann. Ja, ich mach gleich PvP, sofern Kitty mit möchte. Ja, ich bin Franzi von Heilinath. Wer bist du und was führt dich zu mir? Edelweiß. Das Edelweiß. Gut, der sieht aber jung aus. Oh ja, bevor dieses Land von Schnee überdeckt wurde, erfreute sich meine Mutter an den Edelweißblumen, die hier überall blühten. Da du das Losungswort kennst, kann ich wohl offen und ehrlich zu dir sprechen. Was hast du mir zu sagen? In einem Pakt an mich lag ein Drachenaugen-Rosarium. Das ist in der Tat eine beunruhigende Nachricht, doch ich hatte so etwas schon seit längerem befürchtet. Das Drachenauge-Rosarium ist das Zeichen der Heretiker. Dann erkennen sie sich gegenseitig. Das vermeintlich für mich bestimmt war, wirft natürlich Fragen auf. Ich versichere dir, dass weder ich noch jemand meiner Familie zu den Heretikern gehören. Vielmehr vermute ich, dass jemand unseren guten Ruf beschädigen möchte. Danke, dass du und Karius so viel Anstand besessen haben, mich über diese hinterhältige Intrige zu informieren. Im Gegenzug möchte ich dich nach Kräften unterstützen. Allerdings kann ich nicht viel für dich tun, solange ich unter dem Verdacht der Ketzerei stehe. Eins will ich jedoch tun. Ich schreibe dir ein Empfehlungsschreiben für einen Ritter der Familie Froton. Oh nein. Der das Camp Drachenkopf nördlich von hier verwaltet. Rochefort ist sein Name.
Er ist ein guter Freund von mir und zudem ist die Familie Forton bekannt dafür, am ehesten von allen Ritterfamilien Ishgards mit Söldnern und Abenteurern zu kooperieren. Er kann dir sicher weiterhelfen. Kann er das, ja. Ich will aber nicht zu ihm. Ich mag ihn nicht. Bin kein Fan von dem Kerl. Hier ist ein Kevin Gusser zusammengemixt. Saure Apfel, frische Zitrone Geschmack. Hey! Fast nur, dass meins nicht sauer ist. Ich habe aber noch ein paar Energies, die ich vielleicht heute trinke. Also nur einen davon wahrscheinlich. Diesen Booster immer noch. Will unbedingt den neuen probieren. Hoffe, dass mit dem Geld passt. Jo. Drück die Daumen. Sehr gegrüßt, Abenteurerin. Hier in Camp Drachenkopf freuen wir uns stets für Besuch aus fernen Landen. Wenn ich mir deinen gestählten Körper so ansehe, musst du wirklich einen weiten Weg zurückgelegt haben. Was führt dich hierher? Eine Empfehlung von Frenzel? Er möchte also, dass ich dich unterstütze, solange ihm die Hände durch diese leidigen Anschuldigungen gebunden sind? Dem guten Frenzel würde ich nie einen Wunsch abschlagen. Seine Freunde sind auch meine Freunde. Sag, wobei kann ich dir helfen? Ich mag den Kerl dennoch nicht. Die Enterprise? Wenn das Luftschiff tatsächlich kurz vor der Katastrophe verschwunden ist, dann wird die Suche danach schwierig. Damals herrschte auch in Ishgard gerade Chaos. Du wirst dein Bestes geben müssen, um erfolgreich zu sein, doch verzage nicht. Im ehrwürdigen Namen der Familie Forton gelobe ich, dich mit ganzer Kraft zu unterstützen. So wahr ich Hanschefon heiße. Ich hasse dich. Oh. Ein leidiges Dilemma. Level up. Für die Suche nach dem Luftschiff werde ich mich in der Stadt umhören. Es wird sicherlich etliche Augenzeugen geben. Das alleine wird aber nicht genügen. Wir sind auf die Hilfe der vier großen Ritterfamilien angewiesen. Das ist ein Rechtschreibfehler. Wir sind auch auf, nicht auf auch. Oder? Wir sind auf auch. Nee. Nee. Niemand Fehler. Wir sind auch auf die Hilfe der vier großen Ritterfamilien angewiesen. Einschließlich der Fortons. Darum wirst du dich wohl bemühen müssen. Jede Familie kontrolliert andere Gebiete und verfügt über eigene Informationsquellen, auf die wir Zugriff erhalten müssen, um mit unserer Suche ganz Körters abzudecken. Sprich zunächst im Camp Drachenkopf mit der Dame Nien? Wie auch immer. Vom Haus Forton und anschließend in der Himmelswehr mit dem Buchhalter Krevlin vom Haus Heidenart. Zu guter Letzt stattest du Fonlemont vom Haus Dunder im Observatorium einen Besuch ab. Er ist nicht gut auf die Fremde zu sprechen. Wenn du ihm sagst, dass ich dich geschickt habe, sollte er mit dir kooperieren. Dann bleiben noch die Familie Semael. Doch die werde ich direkt kontaktieren. Also viel Erfolg. Doch, wir machen gleich PvP. Oh. Lass mich doch Mut schöpfen. Ich bin feige, was PvP angeht, Kitty. Das weiß ich. Ich brauche immer etwas, bis ich mich dazu aufgerungen habe. Aufgedingselt habe. Bin gleich soweit. Ich brauche Kraft. Wo kam. Ah. Ich wollte gerade fragen. Hä? Hi. Oh. Ich mach gleich. Oh. So.
Ja. Das wird grauenvoll. Ah ne, eine ist hier. Ich bin im PvP immer so schlecht. Krieger wird auch Horror. Nee, gut, du könntest dich aber für eine andere Klasse neu entscheiden. Ein Luftschiff der Galo mit Teilwerke? Früher oder später kommen mir alle Gerüchte zu Ohren, die in der Familie Fort Tor die Runden machen. Doch von der Enterprise habe ich noch nie etwas gehört. In letzter Zeit reden alle nur von den Heretikern. Sogar der junge Francis soll vom rechten Glauben abgefallen sein. Ich bin gespannt, wie die Familie Heilenard diese Schande ausbügeln will. Ja, das könnte interessant werden. Wie 90 werden mit dem Krieger. Ja gut, hast du ja fast. Wie viel fehlt dir denn noch? 90, das ist noch die 90. Er muss noch. Mönch. Dragon. Dragon rein. Nee, der. Das ist ein Tänzer. Ich sehe gar nicht mehr so viel bei dir, ne? Oh, ich bin an einem vorbei. Ich muss hier rein. Ah, wie gern würde ich dir und Tor schon vorhelfen. Doch ich fürchte, aufgrund der haltlosen Anschuldigungen gegen unser Haus sind mir die Hände gebunden. Angeblich sollen mehrere Mitglieder der Familie Heilenard der Heresie verfallen sein. Natürlich entspricht das nicht der Tatsachen. Dennoch muss ich die Verteidigung gewissenhaft vorbereiten. Also bei mir dauert's noch. Ich brauche noch ein bisschen länger. Ich dachte, ich schaffe es bis da oben. Jetzt muss ich gleich erstmal sämtliche Kommandos runterpacken. Hab doch keine Ahnung von PvP. Diesmal steht alles hier automatisch. Das ist ja praktisch. Ich habe keine Ahnung. Und ich muss einmal. Nee. Geht's? Reit hier. Irgendeins. Rein da. So. Hey. Keine Ahnung. Ich folge einfach der Masse. Oh yeah.
Oh Gott. Oh mein Gott. Lass mich doch mal. Ich und klicken, ne? Oh. Ich bin tot. So ganz komme ich mit dem noch nicht klar, ne? Ich fühle mich einfach nur so klein und verloren. Also als... Ohne Witz, ich weiß nicht, wie man das als Taumaturg machen kann. Taumaturg, geh nie wieder rein. Bis ich was getroffen habe, ne? Da gehen Jahre. Wir haben kein Heiler in unserer Allianz. Das kann nichts werden. Nee. Irgendwie nicht. Na? Ich habe mir neues Ziel gesetzt. Ich will deine bei deiner Liste Platz 1. Bei welcher Liste? Aua. Bei welcher Liste? Jetzt habe ich ja dieses Ding. Shatters. Ah! Ja, ich weiß gar nicht, wer da gerade Platz 1 ist. Ich glaube, das ist tatsächlich... Erlangte Daten, 6 von 800. Mann, nur unsere Allianz hat Bau. Okay. Ja. Ja, den wird man leicht einholen können. Der ist nämlich nicht mehr im Stream.
Kunden. Den kann man leicht einholen. Das ist über mir. Wie komme ich denn da hoch? Oh, keine Ahnung. Gib mir eine Woche. Na. Oh mein Gott. Könnte. Oh mein Gott. Ja, ist alles blaue, alles böse. Ich bin verloren. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin außer Reichweite. Und so ein Fortzauber wäre ganz gut. Na, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Huch. Ich glaub, da brauchen wir schon ein bisschen länger für. Huch. Wenn ich bedenke, wie lange einige schon da sind. Ich will mir die Liste mal angucken. Ich wette allgemein nicht. Oh, jetzt sehe ich alles doppelt. Nice. Ich hätte keine Ahnung, wo sind sie? Wenn ich bedenke, zum Beispiel Frisches ist halt von Anfang an schon da. Genauso wie Luna eigentlich. Die beiden haben schon sehr, sehr viel geschrieben. Ich glaube, das ist nicht machbar. Allein, weil ich nicht jeden Tag streame. Wo ist man hin? Da. Ich glaube, das ist weniger möglich. Wenn ich jeden Tag mehrere Stunden streamen würde, dann ja. Ich brauche gar nicht angreifen. Sobald ich angreife, kann ich auch das Ziel gleich wieder beenden. Hi Kitty. Ich folge dir jetzt einfach. Ich laufe dir hinterher. Oh, hi. I love me doch. Gut, du willst kämpfen. Ja. Denn ein extra Vorsprung aufbauen. Dann bin ich mal gespannt. Kann ich bitte sterben? Danke. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg.
Ich bin zu langsam als Thaumaturg. So lahmarschig. Die was gezaubert hat, ist weg. Irgendwas hat mich gekillt. Dam. So langsam für diese Welt. So langsam für diese Welt. Oh Gott. Das ist über mich schon wieder. Ja. Haben wir es geschafft? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's hinter mir. Ich hab dich einen Gegner kampffähig gemacht. Gut. Kampffähig gemacht worden. Zwischen den Gegner unten schädlich zu machen. Oh, Level 45. Okay, also wenn ich jetzt noch die feste Seemaehe mache, ne, dann, dann kriege ich die 50 noch. Dann muss ich keinen Thaumaturgen mehr spielen. Geil, dann weiß ich, was ich gleich freischalte. Aber nice. Nice. No, 200 KWP fehlen. No. Aber wenn es wenigstens ein bisschen was gebracht hat. Yay, ich hab den ersten. Fehlt dann ja nicht mehr viel bis zum ersten. Oh. Ich muss mein PvP machen. Was die Hälfte an EP zum Level up ging richtig steil gerade. Nice.
Okay. Gut, ich sage jetzt einmal kurz frühstücksrichtig hallo. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Danach schalte ich Semael frei, wenn es okay ist, Kitty. Wenn du da noch mitmagst. Weil vielleicht kriege ich dann ja mein Ding ins voll. Nicht, dass auch mein Plan ist, dass ich den Taumaturgen loswerde. Nein, nein. Oder doch? Das ist mein Level-Up sehr gut. Okay, dann bin ich gleich wieder da.